Hallihallo und herzlich willkommen zu Blacksad. So, wir haben es jetzt geschafft, sind in dieser wunderschönen, schnuckligen Wohnung. Kaum zu glauben, dass die Fäuste eines Boxers so etwas spielen könnten. Ja, und schauen Wobei uns ich da mal mir um. Sicher bin, dass er den passenden Brustkorb dafür hatte. Yay! Endlich! Wo wir ja so viele Karten nicht aufsammeln Scheint so, können. Als hätte Dan bereits damit begonnen, seine Sachen mitzunehmen. Oh ja. Dan? Thorpe? Keine Ahnung. Und diese beiden, die kommen mir bekannt vor. Ja, der eine zumindest von dem Spiel. Noch irgendwas Schickes hier? Nein. Ich will auf das A. Nein, auf das andere A. Ja. Als mein Blick auf das Telefon fiel, erinnerte ich mich wieder an das Passwort der Woche für O'Learys illegales Glücksspiel. Wobei ich seine Belohnung dafür abgelehnt hatte, dass ich Yale fand. War mir gelungen, selbst etwas schmutziges Geld zu verdienen, indem ich den zuhälterischen Adler bei unserer Pokerpartie verpfiffen hatte. Was könnte eine kleine Wette schon schaden? Nein, das tun wir nicht. Was könnte das schaden? Eben, gar nichts. Das machen wir nicht. An sich wollen wir nicht korrupt sein. Leben des Henry Bradwick. Vater des Baseball. Bartholomew Finn. Neuer Tipp. Biografie von Innes Vaters Baseball in Duns Wohnung. Nein. Genau, das wollte ich mir angucken. Der stille Löwe. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Fitz Randall filmverrückt ist. Aber wer weiß. Oh, warte mal. Ist das nicht der Onkel? Auf dem Plakat, das könnte wirklich der Onkel sein. Oh, hier gibt es noch ganz viel. Die Kunst des Boxens. Für mich ist die hypnotisierende Fußarbeit eines Boxers eher Kunst als gewisse moderne Gemälde. Das war auch gemein. Black Fantasy. Aha. Schicke Musik. Schau sich einer das an. Der Typ hatte guten Geschmack. Ah ja. Noch eine Karte. Und hier kommen wir nicht weiter, weil da eine Kiste liegt, wie wir dahinter sehen. Ja, nee, da hängen wir fest. Was haben wir hier hinter der Tür? Da können wir auch nicht hin. Das aufgeschlitzte Sofakissen, weißt du? Da können wir nicht nachgucken, ob da was drin ist. Die Musik gefällt mir allerdings, muss ich sagen. Die ist schön. Erstmal in die Küche. Kühlschrank plündern. Gehört natürlich dazu. Tiefkühlpizza. Da haben wir es. Fertiggerichte auf Kantinentabletts vor dem Fernseher. Wer hätte gedacht, dass wir mal so essen würden? Tja. Dan ist seit 4 Tagen tot. Und der Salat da sieht immer noch gut aus. Der hat einen super Kühlschrank. Wie der einfach überall hingeht und alle möglichen Karten klaut. Sardinen. Sind ein paar Stunden offen.
Okay, also irgendwer war hier. Die Frage ist nur, wer? Aber natürlich. Jetzt weiß ich auch, wie Dan die Wohnung gekauft hat, die er sich mit Mary teilen wollte. Die Bude hier muss in 2 Wochen für den neuen Besitzer geräumt werden. Ob Sonja davon wohl wusste? Hier haben wir ein Badezimmer, ne? Die Karte nehme ich mit, ganz klar. Gruselige Affe. Ich bin absolut kein Affenfreund. Sollte man mittlerweile wissen. Könnte durch das Ding Sonjas Geschäftssinn erwacht sein? Natürlich. Oh, eine kleine Ballerina. Vielleicht wollte sie immer nur tanzen. Ein Otter! Wie süß! Was haben wir hier? Eines der ganz wenigen Teenie-Idole, die mit zunehmendem Alter immer besser geworden sind. Und da haben wir den Titel für das Spiel. Black Sad Under Your Skin. Oder Under My Skin, ich weiß es gerade nicht, aber trotzdem. Ich häng fest. Was hat der denn hier zu suchen? Und da hing ein Bild an der Wand. Da können wir aber nicht draufklicken. Das ist auch schon mal schön. Gut. Wie einfach jetzt überall Musik läuft, weil wir alles angemacht haben. Das ist gruselig. Elaine. Ich glaube, so hieß Dans Frau. Jedenfalls Jake zufolge. Aber ein sehr hübsches Bild, finde ich. Ja, die gute Idee. Oh Gott. So viel ich auch suche. Ich komme kein Stück weiter. Was zur Hölle wollte dieser Einbrecher bloß? Und was noch wichtiger ist, hat er es auch gekriegt? Ja, ich wollte mir doch Sachen angucken. Ja. So, das stinkt nach Sardinen und geöffnete Sardinen in der Dose, in der Wohnung. Es ist ziemlich klar, dass der Einbrecher erst in das Haus und dann in den Boxclub eingestiegen ist. Das heißt, dass er vermutlich nicht das gefunden hat, was er suchte. Gut. Ich muss mit Sonja reden. Und vielleicht mit ihrem Onkel Tim. Ja, das machen wir auch, aber noch nicht jetzt. Nein! Ich hasse dieses Ding. Ich wollte weitersuchen. Das weckte... Ich weiß nicht. Schlechte Erinnerungen? Sie sind ein Pessimist, was? Es ist, als würde man sich an den letzten Tag des Sommers erinnern. Szenen voller Glück, malerische Landschaften. Und doch ist das Licht schwach und es regt sich kein Lüftchen. Ah ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich kenne dieses Gefühl. Das dachte ich mir. Man sieht es in ihren Augen. Ja. Wir haben uns in der Armee kennengelernt. Schön im Krieg. Wir waren alle Profisportler. Man nannte uns die Olympischen 5. Ja, den kennen wir ja schon. Wer ist der Typ rechts? Angus Mitchell. Unser Sanitäter. Er war Arzt bei den New York Warriors. Es war Spino, der ihn unserem Platoon zuteilte. Oh. Ach, das ist der. Ach, das war der. Okay, ich finde, ist da eher aus wie der. Wie heißt er denn jetzt? Der Adler, den wir umgebracht haben. Hey, ist das nicht Craig Spano? Der Typ auf dem Morleys-Plakaten.
Ja, in der Tat. Unser Captain. Er war schließlich der Älteste und Star der New York Warriors. Er war eine Weise, wissen Sie. Doch er liebte seinen Sport so sehr, dass er sagte, Baseball sei seine Familie. Er war derjenige, der dafür sorgte, dass Mitchell unserem Platoon zugeteilt wurde. Wer ist der Typ links? Ah, Viktor Sukowski, der Sportler. Sie haben sicher schon von seinen Medaillen gehört. Natürlich. Hat Dan damals schon geboxt? Ja, das hat er. Ich hatte ihn schon bei einem Kampf gesehen, bevor ich ihn persönlich traf. Er war im Ring genauso bescheiden wie im Leben. Er überließ die Initiative immer dem Gegner. Ich weiß noch, dass er den Schlägen kaum auswich. Wenn man nicht auf seine Füße achtete, konnte man meinen, dass er sich gar nicht bewegte. Und die Beinarbeit. Tanzen in Reinkultur. Man konnte schon fast die Musik hören. Der Song wurde gespielt, bis der Gegner erschöpft war. Es folgte ein Trommelwirbel und Joe Dunn siegte durch K.O. Was ist mit Ihnen? Ich hatte gerade bei den Milestones unterschrieben. Ich hatte noch nicht mal meine erste Partie gespielt, aber die Leute meinten, ich hätte eine leuchtende Zukunft vor mir. Ja. Aber dann kam der Krieg dazwischen. Und das war's mit der leuchtenden Zukunft. Hä? Nein, ich bin nach meiner Rückkehr ganz groß rausgekommen. Beste Zeit meines Lebens. Erinnern Sie sich nicht mehr an diesen Bullen im Krankenhaus, der mich für ein Autogramm reingelassen hat? Ja, glauben doch, Sie das mir. Wissen wir. Niemand nennt Sie Eisenarm, wenn Sie immer nur auf der Bank sitzen. Wer hätte gedacht, dass aus mir mal Tim Eisenbeinthorpe werden würde? Bam, bam, bam. Was ist passiert? 2 Jahre lang habe ich gegen die Nazis gekämpft. Oben, die am Himmel also. Über Europa. Und niemals auch nur einen Fuß in ein 3 Jahre später gehe ich über die Straße, ohne nach rechts und links zu blicken. Und sehen Sie mich jetzt an. Böser Autounfall. Was ist aus Ihnen geworden? Sukowski starb am gleichen Tag, an dem Dunn verwundet wurde. Dunn wurde mit allen Ehren entlassen und kam nach Hause zurück. Mhm. Er hörte mit dem Boxen auf und eröffnete seinen Boxclub. Mitchell wurde zu einem Feldlazarett versetzt. Spano und ich blieben in der gleichen Einheit. Doch nichts war mehr wie früher. Verstehen Sie jetzt, was ich mit dem letzten Tag des Sommers gemeint habe? Ja, ja, das verstehen wir, aber... Und nach dem Krieg? Ach, wen juckt das noch? Mich? Ja, das sind beides gute Fragen. Was ist mit Spano passiert? Na, Sie haben ja die Werbung gesehen. Er ist ganz groß rausgekommen. Als ich mich zur Ruhe setzen musste, habe ich ihm ein paar Werbedeals besorgt. Mhm. So habe ich diese Agentur gegründet. Aber dann hat er sich verändert. Er wurde mürrisch. Er ließ sich gehen. Und langsam, aber sicher, verlor er jeden Bezug zur Realität. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und kündigte uns die Freundschaft. Aber warum? Hab nichts mehr von ihm gehört seit... Na, wann? 3 Jahren? Und Sie können mir glauben, dass ich versucht habe, ihn zu erreichen. Oh. Sie glauben, Spano könnte etwas mit Duns Tod zu tun haben? Spano? Niemals. Er und Dunn waren immer... Nun, Spano hat sich so sehr verändert, da ist das schwer zu sagen. Mhm. Ja, und Mitchell... Was ist nach dem Krieg mit Mitchell passiert? Mitchell? Das war im Krankenhaus. Weiß man's? War bei Yale. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich glaube, ich habe Mitchell erst neulich gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Im Ernst? Na bitte versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich würde nur zu gerne wieder etwas von ihm hören. Ich werde mein Bestes geben. Erlauben Sie mir, Ihr Honorar zu verdoppeln. Sie müssen den Mörder finden. Vielleicht ist Dunn ja mit Mitchell oder Spano in Kontakt geblieben. Vielleicht sogar mit beiden. Aber er hat mir nie ein Wort davon gesagt. Weiß Sonja vielleicht mehr? Wohl kaum. Aber das ist nicht die einzige Frage, die ich ihr stellen werde. Darf ich? Okay, wir rufen Sonja an. Hallo, Sonja! Wir müssen ein paar Sachen klären. Zum Beispiel, wer in die Wohnung deines Vaters eingebrochen ist und dann ins Büro. Ich
weiß es zwar nicht, aber er mag Sardinen. Und wir können neue Schlussfolgerungen folgern. Yay! Ja? Ja, Sonja? Nein, sie ist nicht da. Wer ist da? Wo ist sie? Rums. Sie springt gerade vom Dach. Nein, tut sie nicht. Oh, sie sitzt da wirklich, als würde sie springen. Das war ein Scherz. Hi, bitte nicht springen. Oh, ich springe mit dir. Dann machen wir es so. Wissen Sie, es ist nicht ungefährlich. Haben Sie sich schon mal gewünscht, Sie wären nie geboren worden? Was? Ja, manchmal. Willkommen im Club. Zum ersten Mal habe ich mich so gefühlt, als ich gerade nach New York gezogen war. Mhm. Ich habe meine Mutter gehasst. Aber Mama... Sie war der Grund, warum wir vom Land und dem Duft frisch gemähten Grases weg in diese dreckige Stadt und den Geruch nach Medikamenten gezogen waren. Ihren Medikamenten. Ach ja. Das zweite Mal war nach ihrem Tod. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich sie früher mal gehasst hatte, dass ich sie nicht genug geliebt hatte. Naja, geliebt. Das dritte Mal war, als mein Vater sich von allem abgekapselt hat. Ich habe ihn dafür gehasst, weil er mich verlassen hat, weil er sich dem Suff hingegeben hat. Ach, Sonja. Jetzt ist er tot, also raten Sie mal. Ihnen ist klar geworden, wie sehr Sie ihn doch geliebt haben. Schätze schon. Mhm. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich weiterleben soll, ohne ihn zu hassen. Oh. In den letzten Jahren hat sich alles, was ich gemacht habe, nur darum gedreht, meinen Vater weit genug von mir fernzuhalten. Möglichst nicht wie er zu sein. Möglichst nicht die gleichen Fehler zu machen. Ohne ihn weiß ich einfach nicht, wer ich bin. Sonja, das ist eine doofe Ausrede. Sie wollen nicht mal, leid, dass ich Bobby hasse. Was mir vielleicht sogar helfen würde. Je größer der Hass, desto schlechter geht's Ihnen. Sie meinen, das weiß ich nicht? Ich brauche einen Sündenbock. Entschuldigung. Ohne so jemanden kann ich mich nur noch selbst hassen. Nee, lass mal. Hassen Sie mich. Ich werde herausfinden, wer das war. Versprochen. Ja. Mit Verlaub. Ich habe da so meine Zweifel, wobei... Böse Frau. Sie sind bereits so weit gekommen. Eben. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht ein wenig mehr Dankbarkeit gezeigt habe. In jedem Falle sollten Sie sich nicht selbst hassen. Sie sind... Nein, Sie haben so viele Qualitäten. Mhm. Sie sind nett, klug und schön. Wollen Sie mir jetzt wirklich schmeicheln? Ja. Nein, ich... Im Ernst, ich wollte nicht... Tut mir leid. Dann wie auch immer, könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Waren Sie in der Wohnung meines Vaters? Ja, der Dieb war dort, bevor er zum Boxclub gekommen ist. Woraus ich schließe, dass er nicht gefunden hat, was er haben wollte. Und wonach hat er gesucht? Nach etwas? Das will ich ja herausfinden. Mit Ihrer Hilfe. Ich habe ein Foto gefunden, das im Krieg aufgenommen wurde. Die Olympischen Fünf. Ja, genau die. Haben Sie einen von denen je getroffen? Abgesehen von Ihrem Vater und Ihrem Onkel. Also, Onkel Tim ist nicht wirklich mein Onkel. Nein? Mein Vater und er waren wie Brüder. Hat er Ihnen gesagt, dass er ihm das Leben gerettet hat? Thorpe hat Ihren Vater gerettet? Sie flogen zu dritt in einem Flugzeug über der Bretagne. Mhm. Sukowski war der Pilot, mein Vater der Co-Pilot und mein Onkel bediente das Maschinengewehr.
Die Zeichnungen sind so schön. Sukowski starb bei einem plötzlichen Angriff. Mein Vater wurde verwundet, weshalb er nie wieder im Ring stehen sollte. Mein Onkel wechselte vom Geschütz ins Cockpit und konnte das Flugzeug noch sicher landen. Respekt. Ach, wie oft mein Vater mir davon erzählt hat. Und jetzt... Nehmen wir Mitchell. Haben Sie jemals Mitchell getroffen, den Arzt? Mitchell? Die Eidechse? Nein, nie. Warum? Ach, nichts. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen. Immer noch im Krankenhaus. Haben Sie Spano jemals getroffen? Was können Sie mir über ihn sagen? Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen, aber ich war da noch ein kleines Mädchen. Ich glaube, mein Onkel hat einen Star aus ihm gemacht. Aber das ist schon lange her. Ich habe einen Baseballhandschuh mit Spanos Autogramm in ihrem Zimmer gefunden. Nie gesehen. Mein Vater muss den da hingelegt haben. Wobei ich mich nicht erinnern kann, dass er einen signierten Handschuh hatte. Ups. Ihr Vater hat seine Wohnung verkauft. Die neuen Eigentümer ziehen in 2 Wochen ein. Was? Tut mir leid. Ich glaube, er hat mit dem Geld die neue Wohnung für sich und Mary Purnell gekauft. Der Brief, den Sie da haben, erklärt den Rest. Dun, 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 dun. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, mit ihr zu reden. Ja, wäre schon schön gewesen. Ich habe ihr altes Zimmer gesehen. Das ist mir jetzt aber peinlich. Hören Sie auf, sonst hasse ich am Ende noch Sie. Ach, mach doch. Ich bin auch ein Fan von Frank Papalia. Ach ja, das Poster. Ich mochte den nur, weil mein Vater ihn zu modern fand. Ah, so. Es ist seltsam, dass praktisch keine Spielsachen oder Erinnerungen an ihre Kindheit in dem Zimmer sind. Bis auf eine kleine Spieldose. Diese Spieldose. Vielleicht ist das meine letzte positive Erinnerung. Aha. Oh. Die stammt noch aus der Zeit, bevor meine Mutter krank wurde und wir hierher zogen. Ich habe Piratengeschichten regelrecht verschlungen. Die guten alten Piratengeschichten, aha. Also hat mein Vater mir eine Schatzkarte gemalt. Ich habe das ganze Haus durchsucht, einem Hinweis nach dem anderen folgend. Wie süß. Schließlich kam ich zu diesem riesigen Baum im Hof, an dem Daddy eine Reifenschaukel aufgehängt hatte. Beim X liegt immer der Schatz, also habe ich angefangen, danach zu graben. Ich liebte die Musik, die sie spielte, die Ballerinen und das kleine Geheimfach. Ach, was für Geheimnisse ich dort aufbewahrt habe. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie ihn Daddy genannt haben. Ja. Wirklich? Ach, wie süß. Das ist ein neuer Tipp. Gut zu wissen. Hat der Abacus Ihr Interesse an Finanzen geweckt? Das nützlichste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Ein Geschenk von Ihrem Vater? Von meinem Onkel Tim. Der gute Onkel Tim. Er hat immer gesagt, dass heutzutage eine Frau wissen sollte, wie man zählt. Ja, das stimmt. Mein Vater schon. Sah das anders, allerdings nicht vollkommen anders. Die Leute hielten ihn für liberal, weil er in Rassenfragen wirklich liberal war. Aber zu Hause sah das anders aus. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ist Ihnen kalt? Etwas schon. Vielleicht sollte ich gehen. Vielleicht nehmen Sie auch einfach meine Jacke. Ja, es wird langsam spät. Wie auch immer. Danke für Ihre Zeit. Natürlich. Sie und Ihr Hintern, ne?
Sonja, ich habe das auch schon durchgemacht. Glauben Sie mir, das wird auch wieder besser. Kommen Sie nicht mit? Wie, wohin mit? Ich wusste, dass ich eine Lösung vor mir hatte. Aber wofür bloß? Das ist eine sehr gute Frage. Und das klären wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!